liebste Katze. So, mein Guter, wo bist du denn? Da oben. Nein, hier geblieben. Ey. Sie einfach abhauen. Geht doch. Weinekoteletts. Junge, Junge, Junge. Ich bin so aufgeregt. Die sehen so verdammt lecker aus. Und sie sind es auch. Keimling, du bist ein Wunder. Wusstest du das? Oder ist es einfach nur so gut? Wusste ich doch. Ha, jetzt fühle ich mich nur etwas schuldig. Und es tut mir leid, dass ich dich auf so viele kulinarische Botengänge schicke. Weißt du, es gab da diesen Jungen bei der Arbeit. Greg. Wir hatten immer diese ewigen anstrengenden Gewerkschaftsverhandlungen. Die ganze Nacht lang. Irgendwann kam immer alles zum Stillstand. Alle hatten riesen Hunger, aber die Restaurants waren schon geschlossen. Deshalb habe ich Craig auf diese endlosen 24-stündigen Einkaufstrips geschickt. Dabei setze ich unmögliche Dinge wie Safran, Ruß oder sogar Anis auf seine Einkaufsliste. Irgendwann, so gegen 2 Uhr in der Früh, unser Ziel war es, die besten Koteletts der Welt zuzubereiten. Eine Mahlzeit für alle, für beide Verhandlungsseiten. Um die erhitzten Gemüter zu kühlen und die knurrenden Mägen zu beschwichtigen. Ersteres hat nicht immer geklappt, aber immerhin wurde jeder satt. Ich weiß nicht, wie er es angestellt hat, aber Craig brachte immer alles von meiner Liste. Im Scherz hatte ich ihm gesagt, dass er vielleicht bei Leuten einbrechen müsste, um alles zu finden. Meine Güte, vielleicht hat er das tatsächlich getan. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, Keimling. Es hat wie damals geschmeckt. Auf dich und Craig. Warum ist hier eigentlich Nacht, wenn es helllichter Tag sein müsste? So wie jetzt. Also hier stimmt doch was nicht. Das war komisch. Guck mal. So. Alles wieder gut. Ah, Amethyst. Ein Amethyst. Was für eine Freude. Amethysten sind Heilsteine, wusstest du das? Gebrechen, seelische Probleme, Albträume und andere Leiden können mit ihrer Macht geheilt werden. Außerdem unterstützen sie das Gleichgewicht deiner Chakren. Vor allem das des Kronenchakras. Ah ja. Dieser letzte Edelstein vervollständigt meinen grundlegenden Arzneischrank. Und wenn du meinem Meditationszimmer einen kleinen Tisch oder Altar hinzufügen könntest, nun, dann könntest du jederzeit zu Besuch kommen und ihn bewundern. Für deine unermüdliche Hilfe bin ich dir jedenfalls sehr dankbar. Du warst schließlich schon immer eine strahlende Persönlichkeit, ein Leuchtfeuer. Stella, ich hatte es nicht geplant, aber ich glaube, dass ich dir etwas Wichtigeres mit beibringen muss. Aber für unsere nächste Unterrichtsstunde, nun ja, müssen wir von Bord gehen. Ich habe von einem schönen Ort am Mount Toriyama gehört, auf einer Klippe mit Blick auf den Horizont. Das wäre ein schönes Klassenzimmer für uns. Ich bin bereit, wenn du es bist. Setze einfach die Segel. Ja, ich glaube, von da komme ich gerade, aber gut. So, Leute. Jetzt habe ich hier voll die fetten Fähigkeiten. Ich suche nach Samen. Na, dann such mal. Oh.
Lang lebe die Obergeschossbande. Jawohl. Ich höre ein Schaf. Wollte wer was von mir? Ja, junge Person, kann ich davon ausgehen, dass du viel beschäftigt bist? Moment mal. Du hast offensichtlich nicht genug Geld dafür. Melde dich wieder, wenn du 5000 Glimps hast. Okay. Ich könnte ja mal ein Schaf mitnehmen. Okay, du kommst mit mir mit. Das ist schon mal prima. Plumps, lässt dich mal einfach so fallen. Bin nämlich ein bisschen hellseherisch begabt, weißt du? Du heißt Marie oder Margorit Missy. Nein, warte. Ich. Sag mir nicht, du heißt... Ach Mist, werde schon herausfinden. Eines Tages. Ja. Okay, außer ein Schaf hat mir das nicht so viel gebracht. Ach guck, das ist ja prima. Schatzkarte, oh, das ist prima. Das kann ich leider immer noch nicht. Ja. Davon habe ich zu wenig. Erstmal nicht. Verkaufen. Naja. Haben oder nicht haben. Ups. Falsch. Ey. Wollte das doch gar nicht verkaufen. Was ist das denn? Eisenbahn. Achso. Du hast deine erste Schatzkarte gefunden. Die führt dich vielleicht zu etwas Interessantem. Wirf mal einen Blick rein. Da stehen Koordinaten für einen Schatz. Cool. So, na mal schauen. Hier konnte man auch noch irgendwas machen. Immer noch verschlossen. Da ist doch wer. Oh. Nur wegen dir habe ich mein Haus verloren. Deine Freundin hat es ja gar nicht benutzt. Sollte mir gehören. Auch ich habe Rechte, weißt du? Diese alte Hexe hat mich vor die Tür gesetzt. Jetzt bin ich wieder der Gärtner. Aber das Allerschlimmste ist, dass mein Haus verschlossen ist. Ich werde dieses Vorhängeschloss aufbrechen und meine Würde zurückerobern. Eines Tages. Aber jetzt lass mich in Ruhe. Ich muss arbeiten. Mhm. Guck an. Ich muss nach da oben.
Tja, das war ja leider nicht so von Erfolg gekrönt. Astrid's Alice. Also entweder dahin oder es wird ja vielleicht Sinn machen, das hier hinzubauen. Perfekt. Das machen wir. Jetzt haben wir nur noch Astrid's Bungalow. Leinenstoff. Oh, du kommst mit. Mein Magen. Na klar. Komm her, meine Liebe. Okay. Auch nicht das Richtige. Dann kriegst du das. Das vielleicht noch. Weiter geht's. Was für ein schöner malerischer Fleck Erde. Und die Aussicht ist doch unschlagbar, nicht wahr? Ja, das wird perfekt. Dort oben auf der Klippe sehe ich einen kleinen Vorsprung. Geh ruhig voraus, ich treffe dich dann dort. Wie ich das schaffen werde? Ha, mach dir da keine Sorgen. Ich werde mich schon irgendwie dorthin schlängeln. Na denn. Guck. Was? Du hast ein Haus gebaut? Für mich? Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Aber da es nun einmal steht, nun ja, da wäre es ja unhöflich von mir, nicht einzuziehen. Vielen lieben Dank, Schätzchen. Na Mensch. Haben wir schon mal jemanden glücklich gemacht. Hier ging es, glaube ich, nicht mehr weiter, oder? Sieht nicht so aus. Jump and jump and jump. Komm ich hier rein? Abgeschlossen. Ha. Zitrin. Dann wollen wir mal los. Noch mehr Kohle. Bam. Ja, nix Bam. Hopp, hopp. Bam. Katsching. So, gucken wir mal. Wie war das nochmal? Hopp, hier geblieben. Oh, antike Büste. Cool. Oh, okay. Hab schon gewundert, warum hier so eine Aussparung ist. Aber gut. Ach so, weil da geht das gar nicht. Oh, schade. Dachte, jetzt kriege ich hier den Geheimgang schlechthin. Und das war's. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Oder auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um einfach immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Also dann, viel Spaß!